Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. So, meine Lieben, ja, unsere Candy muss jetzt erstmal ins Bett. Kann jetzt erstmal hier das Bett für sich beanspruchen und dann schlafen gehen. Bei ihm gucke ich mal eben, was er machen muss. Er muss bestimmt noch ein paar Bilder malen. Genau, das hat er nämlich noch nicht angefangen. Dementsprechend mal mal ein klassisches Gemälde in groß. So, du musst noch Motorik üben, deswegen gehst du mal einen Trick auf der Rutsche machen. Du musst auch noch Motorik üben, deswegen gehst du auch noch einen Trick auf der Rutsche machen. Und du hast Motorik sogar schon voll. Deswegen kannst du jetzt mal gucken, haben wir hier noch was zu essen? Nicht mehr viel. Deswegen darfst du jetzt noch was kochen. Irgendwas Leckeres. So. Okay, damit sind dann alle, denke ich, bereit, hier irgendwas zu machen. So, Levelaufstieg, das ist perfekt. Ah, sie hat jetzt auch schon auf 4. Das ist super. Dann kannst du hier auch was essen. Nimm dir was zu essen. Und dann geht ihr nämlich gleich auch alle mal ins Bett. So, dann müssen wir jetzt nur noch gucken. Ah nee, Hausaufgaben noch, ne? Ja, Hausaufgaben müssen auch noch gemacht werden. So, dann nimmst du dir erst was zu essen. Dann machst du Hausaufgaben. Er hat anscheinend keine Hausaufgaben. Doch hier. So, du musst auch Hausaufgaben machen gleich. Und sie muss hier noch ihre Motorik leveln. So, er muss auf jeden Fall noch hier... Oh, guck mal. Er hat fast schon Level 10. Er ist schon Level 6 bei der Malerkarriere. Das ist richtig gut. So, wie schaut's aus? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich breche das dann mal immer wieder ab, damit ich sehe, dass es auch funktioniert. Ansonsten wäre das ziemlich blöd. So, perfekt. Dann würde ich sagen, wir brechen das nochmal ab. Machen das nochmal so. Aber eigentlich müsste es ja auch so klappen. Aber nee, so klappt das dann irgendwie nicht. Also nochmal. Ja, und so klappt es dann natürlich voll schnell. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber okay. So, okay, du hast das fertig. Dann kannst du jetzt erst noch etwas essen. So, in Welt platzieren. Verdammt, da ist nichts mehr. Eleanor, du solltest was kochen. No, du bist auch eine Trantüte. So, abkochen. Die kleine Maus hat Hunger. So, und was haben wir jetzt hier? Ah, das sind nur noch Teller. Leere Teller. Es ist nichts mehr zum Essen da. Okay, dann musst du halt doch erst die Hausaufgaben machen. Bis dahin ist dann auch was zu essen fertig. Du müsstest dann gleich noch duschen gehen nach den Hausaufgaben. Hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, hat er. Okay, du bräuchtest dann noch sozial. Da müssen wir mal gucken, mit wem er sich hier unterhalten kann. Auf jeden Fall kriegen wir das schon noch hin. Ach, guck mal, er hat fertig gemalt. Das denn schon gereicht? Nee, leider nicht. Dann musst du leider noch mal ran. Es tut mir leid. So, mal noch mal ein klassisches Gemälde. So, und dann müssen wir hier noch mal gucken. Was ist mit dir? Sie will in die Wanne. Du kannst lieber aufs Klo gehen und duschen. So. Und sie macht immer noch Hausaufgaben. Du kannst auch bitte noch weitermachen. Und du kannst ja hier mit Eleanor irgendwie quatschen. Die will schon wieder ins Bett. Was ist los mit ihr? So. Okay, Essen wurde gemacht. Es kommt direkt mal in den Kühlschrank. Und wenn du dann endlich mal fertig bist mit deinen Hausaufgaben, kannst du dir was zu essen nehmen. So. Schaffst du es denn noch? Ja, ich glaube, sie kriegt es jetzt hin. So, na toll.
die Dusche kaputt gegangen. Okay, ist nicht so schlimm. Du brauchst ein bisschen Spaß. Dann würde ich sagen, hier. Nee, wir machen hier so ein bisschen Void-Kreaturen trainieren. Ach, jetzt ist sie schon wieder im Bett. Mensch, Eleanor, komm. So müde bist du nicht. So, sie braucht ein bisschen Spaß. Sie hat Essen bekommen. Und er kann schon mal ins Bett gehen. Das ist gut. So, Jani ist auch fertig mit dem Bild anscheinend. Hat er dasselbe gemalt? Aber es ist abgeschlossen, dann ist alles in Ordnung. So, das hier wegwischen. Er kommt jetzt ins Bett. Und sie kommt, denke ich mal, auch ins Bett, oder? Ja, sie geht aber vorher nochmal zur Toilette, wenn sie jetzt gleich gegessen hat. So. Wenn sie denn mal aufgegessen hat, was macht sie da überhaupt? Wieso will die ständig mit jemandem reden? Und sie will immer ins Bett. Naja, dann geh halt ins Bett. So, jetzt isst sie auf dem Klo weiter. Und sie will auch mit ihr reden. Es ist aber mal Schluss. Ihr geht jetzt ins Bett. Und du musst jetzt nochmal zur Toilette, bitte. Und dann gehst du auch ins Bett. So, und schlafen gehen. Und dann habe ich endlich alle ins Bett gekriegt. Hat ja auch überhaupt nicht stundenlang gedauert, ne? Aber gut. So, perfekt. Alle sind am Schlafen. Wie sieht's denn eigentlich aus bei Eleanor? In 10 Stunden ist sie im 3. Trimester. Und sie muss immer noch nicht arbeiten gehen. So, die Kinder müssen gleich alle zur Schule. Die müssen dann alle fleißig sein. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall ein paar Zweierschüler vielleicht und einen Einserschüler beziehungsweise eine Einserschülerin. Und Jani muss natürlich fleißig bei der Arbeit sein. So, der muss jetzt auch gleich erstmal was essen. So viel ist leider gerade nicht im Kühlschrank. Deswegen müssen wir Eleanor nochmal schicken, dass sie mal wieder ein bisschen mehr kocht einfach. Ich meine, wir machen einfach so ein paar Sachen, die wir da jetzt kochen. Und dann ist das super, denke ich. So, wieso bist du eigentlich schon wieder wach? Hast du denn echt schon wieder ausgeschlafen? Und was ist jetzt mit ihr? Sie steht da einfach rum und macht nichts. Hä? Sie macht immer noch nichts. Sie geht lieber wieder reihen. Ich glaube, sie weiß nicht, was sie will. So, du sollst kochen, bitte. Ich habe jetzt keine Lust, das immer und immer wieder hier neu einzustellen. So. Nö. Es ist direkt wieder. Was ist denn los hier mit euch? Geht doch mal da vom Kühlschrank weg. Ich will doch nur kochen, Mann. Meine Güte. So. Genau, räum mal auf. Jani muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Wie sieht's mit euch aus? Ihr müsst alle schon längst bei der Schule sein. Okay, sie gehen. Das ist gut. Du hörst jetzt mal auf, hier die Kinder zu belästigen. Und isst dein Essen. Sonst wirst du nämlich nicht mehr fertig heute. So, und Candy geht's gut. Sie hat einfach nur Hunger. Ach Gott, was ein Chaos hier heute Morgen irgendwie. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein paar Gerichte erstmal kochen, dass einfach wieder was im Kühlschrank ist. So, ab in den Kühlschrank. Dann nochmal kochen. Pfannkuchen könnten wir noch machen. So, das wird auch noch gekocht. Und dann haben wir erstmal wieder was im Kühlschrank. So, genau, hier. Da wollte ich noch sagen, fleißig lernen. Fleißig lernen und fleißig lernen.
Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich noch mal ins Restaurant und machen das wieder auf, während die Kinder dann in der Schule sind und Jani gleich bei der Arbeit in einer Minute, nämlich jetzt, können die nämlich dann hier ins Restaurant gehen. So. Ja, du kannst noch eben aufessen und deinen Kaffee austrinken. Chum chum. So, und fleißig arbeiten. So, bist du bald fertig? Sobald Eleanor fertig ist, gehen wir zusammen ins Restaurant und machen das wieder auf. Und dann können wir da immerhin ein paar Stunden gucken. So, okay, dann mal los. Ab ins Restaurant. Yay! Ich finde das so cool im Restaurant. Ich mag das. Wo habe ich es hingebaut? Hier. So, wen nehmen wir mit? Natürlich Candy. Ach, wo ist Candy jetzt? Hier. Bis man die mal in der Liste gefunden hat. Viel zu viele Leute. So, da sind wir schon bei unserem Restaurant angekommen und ich werde es mit Candy auch direkt eröffnen. So, perfekt. Muss ich irgendetwas machen? Ich denke nicht. Dementsprechend. So, perfekt. So, ja, Eleanor kann keine Ahnung was machen. Hier drum rumstehen oder die Gegend erkundschaften. Hier zum Beispiel könnte sie ja ein bisschen Frösche suchen oder sowas. Oder irgendwas anderes machen, sich den Fluss da angucken. Irgendwas Schönes, Hauptsache sie ist in der Nähe. So, okay. So, ich hoffe, das hat was gebracht hier. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo sieht, ob das was gebracht hat. Paulina Suna, oh, guckt mal. Doch, ich finde, das hat ganz gut was gebracht, auf jeden Fall. Die sind alle richtig weit gestiegen, kann das sein? Ist ja richtig cool. Das müssen wir noch mal machen. Wie freundlich er heute ist. Das ist ja Wahnsinn. Dafür muss ich ihn direkt mal loben. Er ist richtig zuvorkommend, ne? Mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Wow. So, perfekt, dann bringen die auch mal alle zum Tisch. Er ist auf jeden Fall wirklich sehr zuvorkommend. Wahnsinn. So, dann will ich mich auch direkt mal überall begrüßen. Also, ich will mich direkt mal überall begrüßen. Hallo Shiva. Hey Shiva, na, wie geht's dir? Nein, ich meine, ich will die Gäste schön begrüßen. Aber die Gäste lieben auch meine Deko anscheinend. Das finde ich natürlich richtig super. Das kann ja nur besser werden hier mit unserem Restaurant. Und zu wem gehörst du? Das wissen wir nicht. Achso, er braucht anscheinend noch einen Tisch. So, Arietta, du musst jetzt aber bitte arbeiten gehen. Deswegen, da werden wir jetzt nicht die ganze Zeit mit den Leuten plaudern hier. Hallo? Was geht denn hier ab? Wieso knutscht sie den einfach?
So, setz dich irgendwo hin. Du hast bestimmt irgendwo einen Tisch. So, perfekt. Dann werde ich ihn jetzt auch noch begrüßen. Das sieht doch ganz gut aus hier bei uns. So, haben wir schon genug Vorteilspunkte für irgendetwas? Nö, neugierige Gäste hätten wir. Ja, okay. Muss ich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Köchin da am besten machen kann im Moment. Aber sie ist schon richtig gut geworden. Also diese Förderung da, diese Schulung, die hat es echt gebracht. Kann das sein? Das ist ja Wahnsinn. Und sie machen alle super Arbeit heute. Zumindest bisher. Wir schauen uns das mal an, wie das so wird. Also hier, das erste Essen ist sogar schon fertig. Das kann schon weggebracht werden. Eleanor wird nach ihrer Elternzeit der nächsten Schicht erwartet. Sie kann derzeit keine weitere Elternzeit nehmen. Alles klar. Wieso rennen die ständig durch die Tische durch? Ist das normal? So, mal gucken, wie ist die Qualität? Normal. Normal. Normal und normal. Fischpastete hat er genommen und er hat einen Obstsalat genommen. Einen Obstsalat hat er genommen. So, ich denke mal, das nächste Essen ist jetzt auch gleich fertig, hoffe ich. Ja, perfekt. Jetzt kommt das nächste. Was auch immer sie da aufs Brett legt. Ah, ein bisschen Salat anscheinend. Sehr schön. Das nächste Essen wird weggebracht. So. Habe ich mich hier schon vorgestellt? Ja. So, wir könnten ja dann mal fragen, ob bei dem Tisch alles in Ordnung ist. Genauso wie hier, ob hier bei dem Tisch alles in Ordnung ist. Ach nee, die haben schon wieder genug anscheinend, die zahlen jetzt gleich. So, aber sie wird auf jeden Fall einmal gelobt hier, unsere Arietta. Die hat das so toll gemacht. Das ist ja Wahnsinn. So, meine Lieben, und dann werde ich auch jetzt an der Stelle einen Cut machen. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Was macht er denn da? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.